wohnt eine typische syrische Familie. Familie Nummer. Gehen wir hinein. Mama, was machst du da? Oh, ich backe Weihnachtsgebäck. Peter! Wo steht er? Du weißt, er ist wie immer. Oh, bitte, nicht stören! Hallo, Kerstin. Ja. Ja. Okay. Tschüss. Hey. Unsere Freunde aus Deutschland kommen zu Besuch. Was? Jetzt vor Weihnachten? Sag bitte deinem Vater, dass er den Fernseher ausschaltet und sofort einkaufen fährt. Das ist Lena, Jágr toho může využít. Obtáčí se kolem brány, gól! Ja! Was suchst du? Ich gucke, ob unser schönster Märchenfilm am Heiligen Abend läuft. Oh, drei Haselnüsse für die Aschenbrödel? Das dürfen wir nicht verpassen. Gde pak ty ptáčky hnízdo má? Möchtest du unsere Gurken probieren? Aber Zwiebelgurken schmecken am besten. Und wollt ihr den ertrunkenen oder eingeleckten Hermann probieren? Was? Nein, das ist doch keine Wasserleiche. Auch kein Bier. Hier, Peter, warum du es? Aber Franziska, das ist doch unsere Ostertradition. Du Hans, das ist ein Lawnmower, oder? Das ist komisch. Und wie wird eure Weihnachten aussehen? Wie immer am heiligen Abend gibt es Kartoffeln, Salat und Katzen. Aber den ganzen Tag dürfen wir nicht essen. Und dann bringt uns das Jesuskind zu Geschenk. Oh, Anna, du hast so schönes Porzellan. Ja, unser Porzellan hat eine lange Tradition. Auch unser dänisches Kristallglas. Entschuldigung. Und was gibt's zum Essen? Schweinebraten, Knödel und Sauerkraut. Mama, Mama, komm her! Sie schreit, als ob sie am Spieß steckt. Mama, was ist das? Aber Franziska, das ist doch unsere Weihnachtskarte.